Ja, schau mal, wenn ich rede, bewege ich auch den Mund bei dir. Boah, das ist sexy. Sexy Mundbewegung. Geil. Warte mal, Detox, ich glaub, geil. Ich muss mal ein bisschen lauter machen. Ich kann sogar in deinen Mund reingucken. Warte. Ich kann Zahnarzt spielen. Echt, oder? Show oh, the ja. Dentist. Mm. Ist richtig gut. So, was machen wir hier? Hm? Zug fahren. Es ist dunkel draußen, okay. Oder? U-Bahn? Sieht so kacke aus. Kannst du mir auch in den Mund gucken? Ja, kann ich. Gucken. Ah, geh weg, geh weg. Okay, also, Leute, wir spielen Exit Anomaly oder Anomaly Exit oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir Schauerland dabei, der Experte im Anomalien finden, ne? Nick mal. Ich hab gerade noch ein Spiel aufgenommen. Ich habe nämlich Shinkanesen Zero oder Null oder so aufgenommen. Das ist der Wahnsinn. Wahnsinns-Game. Junge, du bist der Horror. Wenn du sprichst, das sieht so abnormal aus. Geh weg von ja. mir. Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt Unterschiede finden müssen. Ne? Zusammen im Korb und Schauerland ist der Profi, sagt er. Also wir gehen jetzt zunächst. Ja, warte, hier steht noch ganz viel. Warte. Hier, guck mal, hier ist die Anleitung. Also, es steht nicht im Text. Okay? Aha. Nein, du bist okay, reingegangen. Was machst du denn? Ja. Jetzt wissen wir gar nicht, das was wir tun sollen. Nur remember. Was? Doch, wir müssen Anomalien finden. Natürlich. Ja, aber da stand was. Geh zurück oder geh vor? Du hast wir nicht gelesen. Schon weißt du, ihr Hibbel-YouTuber, ihr Hauptsache durchrennen und nicht mal auf das Spiel konzentrieren, ne? Immer dasselbe. Ich kann immer mich für nicht die konzentrieren, Klicks. Wenn jemand so komische Grimassen macht wie dein Typ. Geh weg von mir jetzt. Das ist voll eklig, Mann. Geh weg du bist voll von leise. Mir. Ich muss dich eigentlich lauter stellen. Hallo? Detox? Detox? Bist du hier? Holland? Siehst du? Ach guck mal, wir sind wieder im Zug. Bahnhof 1. Was zum Teufel? Bill Reiniger. Oxford Square. Oxford Square. Was war das? Ey Junge, du siehst aus wie dieser No-Chin. Kennst du No-Chin? Ich höre dich nicht mehr. Du hast deine Sprache verloren. Ich sehe deinen Mund bewegen, aber ich höre dich nicht mehr. Alles klar. Ist egal, ich lese schon mal vor, ne? Auch wenn du. Hörst du mich denn? Dann nick mal. Hörst du mich? Okay. Nochmal Test, hörst du mich? Okay, ich höre dich nicht. Dann müssen wir halt so kommunizieren. Das wird vielleicht auch ganz lustig. Okay? Nicken für ja. Okay, nein, okay. Schade. Dann müssen wir wohl nochmal neu rein, ne? So, jetzt ja, gut. Ich hoffe, das also, bleibt jetzt so. Ja, jetzt lesen lies. Wir aber erstmal, ne? Es steht nicht im Text. Ja, lies. Okay? Okay. Steigen Sie wieder in Zug ein, wenn es draußen seltsam ist. Okay? Erinnerst du dich an die Station? Fragezeichen. Nur eine Station ist deine Fluchtmöglichkeit. Okay? Naja, okay. Ja? Gut. Ah, hier hinten ist nichts. Ja gut, dann gehen wir raus. Ist du nur hast die Dunkelheit. Hast du verstanden? Hast du es jetzt verstanden? Ja, ich hab's verstanden. Gut, okay, alles klar. Gut. Dann hat der Letzte auch. Alles Let's klar. go. Gehen wir raus. Aber an welche Station sollen wir. Was ist denn dann die richtige? Verstehst du das? Sieht so scheiße aus. Ich kann nicht mehr. Do you remember? Das sieht so scheiße aus. Okay, irgendwas Komisches soll uns. Also, warte, wir müssen. Das ist unsere Station. Du musst dir die Station merken. So, guck ja, dir hier also alles genau an, ne? Guck dir hier ja, alles weißt genau doch gar an. Nicht, ob ja, hier aber ist du der weißt typ doch gar nicht, ob das jetzt schon stimmt. Nein, ich denke mal, wir starten mal in dieser Station, steigen ein, dürfen erst wieder aussteigen, wenn wir richtig sind, ne? Also hier ja, flackert schon, das Licht. Aber woher willst du wissen, dass das Spiel nicht jetzt gleich scammt? Das steht doch hier unten. Diese Station merken. Der Text steht ja so. Bei dir nicht ich auch? Ich kann kein Deutsch. Ich spiele also, die Spiele immer in Station. Portugiesisch. Ja, okay. Du, wieso spielst von allen du in Bildern. Portugiesisch? Weil ich kein Deutsch kann. Ich bin Portugiese. Ah, was machst du denn? Guck ihn dir an. Ja, ich seh's. Mach das nochmal. Ich hab Warte, das ich kann Update. Nicht mehr. Wow. Also komm, lass mal merken so. Hier. Lass ja, mal merken. Okay. Also, wenn man hier hochkommt in der Station, hier hoch, ja. stehen hier zwei Getränkeautomaten. Einer gelb, einer ja. weiß. Okay, check.
Dann haben wir hier Werbung für den Strand. Okay. Hier haben wir Werbung für einen Typen mit einer roten Cappy mit so einem, keine Ahnung, so DJ-Pult oder so. Da haben wir Zahnarzt-Irgendwas-Ding. Das ist Zahnarzt-Werbung, ja. Service Delivery Maintenance. 152 ST6 Avenue, okay. So ein Kind von einem Kornblumenfeld. Ich merke hier das Danger-Schild, okay. Hier nochmal der Zahnarzt-Typ, aber der sieht halt anders aus. Okay. Und es flackert immer. Rapid Relief. Okay, ich habe keine Ahnung. Wir müssen gucken. So. Ja, wird schon schief gehen, ne? Jetzt gehen wir einfach mal runter und gucken, was hier so alles ist. Also Station 9. Station 9 auf jeden Fall muss es sein. So, die Kuh im Gemüse. Die Olle im Kunstdingens, die sich selber finden will. Oxford Art. Und die Asiatin, die Werbung für Schmuck macht. Oxford Square 34. Alles klar? Alles gemerkt? Okay, was... Ja, habe ich soweit. Und was ist das da? Eh um Hilfe bitten. Keine Ahnung. Hallo? Oh, Musik. Du bist in der Warteschleife. Hui! Hui! Das ist bescheuert. Hallo? Okay. Bringt nichts. So, hier ist abgeschlossen. Aber wann kommt denn jetzt der Zug? Ich denke mal, das war das um Hilfe rufen, oder? Ich habe keine Ahnung. Warte, ich gehe nochmal hoch. Ich guck mal. Der ist ja der Exit. Hallo? Zurück, oh, hier gibt's ein Klo. Scheiße, ist abgeschlossen. Aber ist alles versperrt. Stell dir vor, du Telefon. Hängst in der Endlosschleife fest und kannst doch nicht mal aufs Klo gehen. Dann würde ich einfach in die Ecke pissen. Nein, das geht Vielleicht ja nicht. Ach so. Wieso geht das? Können wir den aufs Gleis? Nee, aufs Gleis geht auch nicht. Nee. Wann kommt denn der Zug? Diese Station merken. Guck mal, wir scheitern schon in den einfachsten Sachen hier. Die Musik, ey. Ich verstehe es nicht. Ist schon wieder sick. Ach, oh, wir sind ja auch dumm. Wir müssen jetzt zurück zum Zug und dann geht's los. So wie vorher. Nein, wir waren doch mal im Zug, Exit. Oder? Wir kommen ja hier hin. Nee, wir kommen doch von da unten. Es ist ja nur ein Level hier, damit wir uns die Station einmal ansehen. Ah, ja. Jetzt gehen wir in den Zug, raus, okay. Ah, wir sind bereit zu gehen. Ah, ja, genau. Ah, ich höre dich auch noch, sehr gut. Weißt du, Brain, Bahnhof ich hab das Brain eingeschaltet. Bill Reinigan, Oxford Square. Oxford Square, Oxford das passt Square. Schon mal. So, jetzt der müssen wir gucken. Der ist direkt richtig, ne? Jetzt müssen wir gucken, Station 9 ist schon mal richtig. Okay, die Werbung passt, die Werbung passt, die Werbung passt. Die Kuh ist auch in Ordnung. Aber wann müssen wir rausgehen? Achso, wir müssen wieder in den Zug einsteigen, ja, WC. Ein gelber, ein weißer. Passt. Das sieht alles Polarex-Kamera, das sieht eigentlich alles gut aus. Ich weiß nicht, ob das Burgerschild hier war. Hier, diese ganzen Plakate. Hast aber du die gesehen vorher? So oft. Es flackert zu oft. Ja, die. Ich glaube schon, ja, aber es flackert zu oft. Oder? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Also für mich sieht hier alles gleich aus. Warte, ich probiere mal das Telefon. Vielleicht kommt da irgendwas. Also wir sollen jetzt entweder in den Zug einsteigen, wenn wir meinen, das ist falsch. Oder rausgehen, wenn wir meinen, das ist richtig. Ja, genau. Also in den Zug zurück, wenn es falsch ist und. Warte, ich. Mal hier noch. Kommt da die gleiche Warteschleifenmusik? Nee, ist eine andere. Na komm, lass. Dann ab in den Zug. Echt? Ja. Ja, ist ja eine andere Musik. Oh, ist ja anders. Ja, aber. Andere Musik. Ja, aber meinst du, dass es. Ja, okay. Ja, keine Ahnung. Sehen wir dann. Mal gucken, was jetzt passiert. Bahnhof 2. Wow. Sehr gut. Sales Oxford Square. Also müssen wir auch auf solche Sachen. Oxford Square. Irgendwie, keine Ahnung. Also es wäre zumindest etwas, was anders ist. So, Station 9. Machen wir die Musik. Das ist die richtige Musik, ne? Ja. Okay. War hier Posch Nummer 7? War das richtig? Oder war das eine andere? Nee, das war die 7. Die 7? Ja. Könnten die Bilder in den Bildern auch anders sein? Find yourself.
Fresh Produce, Oxford Markets. Obwohl er hat ja gesagt, der Text ändert sich nicht, ne? Hinter dir? Was? Komm! Detox? Detox? Es ist dunkel. Hallo? Detox? Das ist definitiv nicht normal. Das ist nicht normal. Wo ist er hin? Wo geht's denn runter? Ich gehe wieder in den Zug. Das ist mir nix. Er hat das Licht ausgemacht. Oh mein Gott. Die Sicherung muss durchgebrannt sein. Was? Was zum Teufel? Bahnhof 3? Bell arriving in Oxford Square. Oxford Bist du Square. Rausgerannt oder was? Wieso bin ich denn jetzt alleine? Okay, die Musik passt. Nummer 7, auch gut. Find yourself Oxford Art Gallery. Station 9. Bist du rausgerannt? Ist der rausgerannt? Hörst du mich überhaupt? Ey, ich habe keine Ahnung. Die Musik ist anders hier. Ich glaube, er schreibt mir gerade über Teams. Warte mal. So. So, da sind wir ja wieder. Also, wenn man ans Telefon geht und er sagt, ich bin hinter dir, dann dreh dich auf keinen Fall um, sonst bist du tot. Will ich machen. Ja, alles klar. Ja, und dann muss ich halt weiter überleben. Ich meine, was machen wir, wenn einer stirbt? Das ist halt dumm. Ja, das ist dann dumm. Also wenn jemand jetzt irgendwie bei, keine Ahnung, dem vorletzten Ding oder so stirbt, dann muss er halt weitermachen oder beim, keine Ahnung. Ja, wir brauchen uns die Station nicht merken. Oh, die Stadt, doch, nein. Aber die sieht anders aus. Hier sind, guck mal, hier sind jetzt so Automaten. Hä, die waren doch die sieht doch jetzt anders aus. Oder nicht? Nee. Das sieht gar nicht anders aus. Vielleicht die geistige Verwirrtheit in deinem Kopf, ja. Sonst ist aber es flackert. Aber wie soll man denn dann Anomalien finden von der Station, wenn man sich... Also ist das immer dieselbe? Ja, das ist immer das. Wir müssen uns die Musik anhören. Warte, komm, lass mal gucken, ob das dieselbe Musik ist. Nee. Das ist dieselbe, hundertprozentig. Die Musik muss ja die gleiche sein. Machen. Es wäre ja dann langweilig, wenn man sich immer dieselbe Station merken müsste, oder? Nee, wieso? Hä? Wieso ist es doch immer eine andere Anomalie? Ist doch klar. Hä? Okay. Du hast dieselbe Station und es sind immer andere Anomalien. Wenn jetzt in einer Station. Ja, aber dann kennst du ja die Station irgendwann auswendig, wie sie richtig ist. Ah, ja. warte mal ab, wie viele Anomalien da kommen. Ich meine, du mit deinem fotografischen Gedächtnis hast da vielleicht keine Probleme. Ich schon. Nee, ich bin weit entfernt von dem fotografischen Gedächtnis. Das kannst du aber mal glauben. Ja. Ich hab Spiele gespielt, ey, ich wurde so fertig gemacht dafür, weil ich nichts gesehen habe. Nichts! Oxford Square. Oxford Square. Es steht nicht im Text. So. Also, Musik. Da hinten flackert's schon. Die Musik passt das schon mal. Ja, aber da hinten das Flackern, das ist doch egal. Ich weiß nicht, ob das Flackern auch schon entscheidend ist. Warte mal. Hat die Kuh schon immer gegrinst? Oder? Ja, ich glaube schon. Schon, oder? Okay, gut. Schon, ja. Gar nicht sicher. Aber ja, du hebst jetzt das Telefon ab. Ich habe keinen Bock mehr aufs Telefon. Du kannst gerne das Telefon abheben. Soll ich das machen? Ja, mach mal. Ist nichts passiert. Okay, ja, dann ist das aber hier in Ordnung, oder? Smile like a clown. Können wir eigentlich gehen? Smile like a clown? War das vorher auch schon der Slogan hier? Ja, doch, das stand so, ja, das stand okay. So. Smile like a clown. Smile like a clown. Okay, die Tür ist zu. Bist du noch da? Ich habe eine Anomalie gefunden. Guck mal. Guck mal hier in den Automaten rein. Hier. Ah, so. Ja.
Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Zurück in den Zug. Alles klar. Aber ganz schnell. Bevor das Viech kommt. Das ist ja fies. Die Türen sind zu. Ach nee, wir müssen ins vordere Abteil. Wir müssen doch in den ersten. Alles klar. Beruhigen Sie sich, Herr Schauerland. Alles ist gut. Alles ist chillig, solange Sie wild sind. Ich bin wild und willig. Ey, das sieht so kacke aus, wenn du sprichst. Jetzt dreh dich mal seitlich. Ja, ich weiß, wie der Ort schon, oder? Ja, guck mal. Oxford Square. Guck mehr in den Rappen. Komm mal auf, mach auf die Tür. So, Musik, mach Musik. Jawohl. Bleib mal hier. Hast du Angst? Nee, hey, Musik ist passt. Okay. Musik ist gut. Nummer 7. Find yourself. Die Kuh lacht. Hier flackert's wieder. Ja, das sind noch. Das ist alles easy cheesy. Ja, ich guck mal kurz auf die Automaten, die sind auch normal. Warte, ans Telefon geh noch nicht, weil... Oh oh, schnell, in den Zug! Ja, ich seh's. Da kommt was! Ja, alles klar. Da kommt was. Oh mein Gott, ey, das ist, der, das ist der Sound von Rush aus Roblox Doors. Okay, alles klar, kenn ich nicht. Holy shit, Mann, was war das denn? Keine Ahnung, aber irgendwie wird der Zug immer dunkler, habe ich das Gefühl. Hast du nicht auch das Gefühl? Liegt an dir. Liegt an deiner dunklen Aura. Bahnhof 3. Bill Redman. Oxford Square. 7 Stück brauchen wir, ne? Oxford Square. 7? Ich glaube, ja. Ich dachte, wir müssen rausgehen, wenn wir sicher sind, dass das unser Bahnhof ist. Aber hier hat doch nicht das Licht geflackert, oder? Ach so, stimmt. Ja, doch, glaub schon. Okay, Musik passt. Nein, das flackert hier zu viel. Das hat doch nicht hier geflackert, oder? Doch. Das hat hier überall immer geflackert. Bleiben Sie entspannt, Herr Schauerland. Dann lass uns aber zusammenbleiben. Da, oh, das, nice. Das ist neu. Cool. Hier, dieses Rucksackbild. War das schon da? Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Was denn? Mein Spiel hat nicht aufgenommen. Oh mein Gott. Warum nicht? Nee, hat gar nichts aufgenommen. Gar nichts. Das ist aber schlecht. Ja, das ist scheiße, weil jetzt. Ja. Müssen wir noch von vorne anfangen? Kannst du das rausschneiden hier? Jetzt kannst du das hier rausschneiden und wir können es von vorne machen. Oh, ja, Mann, ist egal. Alter, ich lass das drin und mein Video wird halt ein bisschen länger. Dann sagst du, guck mal, wir fangen jetzt einfach von vorne an. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ja, genau. Und die Leute kriegen jetzt mit dir mit, wie genervt ich bin. Alles klar. Oh, nein, das ist natürlich. Menschen lieben Natürlichkeit. Ach komm, nee, ist egal. Wir machen jetzt einfach weiter. Detox. Meine lieben Leute, meine Aufnahme hat nicht aufgenommen. Schaut bei Schauerland vorbei für die ersten, keine Ahnung, 12 bis 15 Minuten. Alles voller Jumpscares. Wir spielen ein Spiel, bei dem wir zusammen Anomalien auffinden müssen. Und wir sind hier in so einem Zug. Oder beziehungsweise in so einem Bahnhof. Und wir müssen hier quasi, ja, alles, was sich verändert, eben finden. Und wenn sich was verändert hat oder wenn wir irgendwas Gruseliges finden, müssen wir in den Zug. Und wenn wir sagen, es passt alles, dann müssen wir rausgehen. Und Schauerland ist der allerechte Anomalienentdecker, ne? Also. Ja. So, also, schauen wir mal. Also, so zur Info, der Detox ist gerade schon mal gestorben. Aber so richtig hart, ne? Ja, das so richtig stimmt. Von hinten, ne? Ja. Von hinten gejumpscared. Ja, und den habe ich leider nicht aufgenommen. Das ärgert mich. Ich bin nämlich sehr doll erschrocken. Ich bin wirklich sehr doll erschrocken. Aber ja, mal so sehen. Ist es, ne? Ärgern ist menschlich, wie Schauerland schon sagt. Ich bin sauer jetzt. Du bist jetzt Sauerland und ich bin Schauerland. Ja, guck mal, da passt genau, doch. Ich bin Sauerland. Oh, hier, das, richtig. Hier. Der Siff. Hm? Der Siff hier ist nicht normal, oder? Oh, ja, dann lass gehen. Nee, der Siff ist nicht normal. Das kommt mir nicht normal vor. Das war gehen, vorher nicht. Ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil sie bei dir nicht gesehen haben, wie das... Aber dann können sie einfach bei mir auf dem Video gucken. Ja, eben. Ja, schaut einfach bei Schauerland vorbei, Leute. Abonniert Schauerland. Wenn man hier einsteigt. Was? Ah. Sowas Dummes. Was ist eigentlich, wenn man jedes Mal einsteigt, startet man bei Bahnhof 1. Ah, ach so. Ach, das soll man bei Bahnhof 1. Oxford Square. Das macht natürlich Sinn. Oxford Square. Alles hier vorne flackert's auch. By the way, habt ihr schon gesehen, wie das aussieht, wenn Schauerland spricht? Ja. Oder das hier. Das hier haben sie noch nicht gesehen. Guck mal. Ja, die Musik ist auch. Stimmt, ja. Ich tu mal deinen Kopf jetzt nach oben und schrei so. Ohne dich zu drehen. Okay, ohne dich zu drehen.
Oh mein Gott. Perfekt zum Thumbnail, wa? So, Nummer 7. Ja. Find yourself. Die lachende Kuh. Gesagt. Alles klar. Stand der Mülleimer schon hier? Ja, der stand schon da. Das sagst du so einfach in deinem jugendlichen Leichtsinn. Bist du schon wieder tot? Ist alles gut? Nö, ich bin nicht tot. Heb mal das Telefon ab. Soll ich es wirklich tot? Warte, vielleicht kann man auch in die Türen rein. Hast du das schon mal ausprobiert? Nee. Glaube ich nicht. Aber mach mal die Türen auf. Heb das mal ab. Ja, mach ich sofort. Ich hab da nämlich Angst, weil da kam nämlich der Jumpscare bei mir. Nichts. Also ich würde sagen, also ich hab nichts Gruseliges entdeckt. Soweit. Dann ab in den Exit. Nicht in den Zug. Nein, ich guck ja nur. Nicht in den Zug. Bist du sicher? Achso, nee, darfst nicht gucken, ist verboten. Ja, ich denke, komm, lass aber ich bin mir, wegen dem Mülleimer da unten nicht sicher. Das da! Da, guck mal, das Bild stimmt nicht. Ja, da war eine Frau mit Rucksack drauf. Ja, hallo? Das ist keine Frau mit Rucksack. Ja. Das also sind die Bilder doch anders. In den Wald guckt und schwarz-weiß. Komm, wir gehen. Ja, da war eine Frau mit Rucksack drauf. Bin ich mir auch sicher. Sowas, dummes. Okay, mal sehen. Das stimmt ja gar nichts. Mal gucken, ob wir jetzt bei Bahnhof 1 wieder rauskommen oder bei Bahnhof, was, 5? Nein. Bahnhof 5 ist jetzt. Das Bild war doch ganz klar falsch. Alles klar. Oxford Square. Du hast doch angegeben, oh, ich bin der Allerechte, ich kenn mich aus. Ich hab genau das Gegenteil gesagt. Ach so. Ja, nice. Musik passt? Die Musik passt, ja. Geh du mal vor, ich hab Angst. Hier passt alles. Die Kuh lacht auch, schau. Die grinst. Die freut sich. Das Rohr ist anders. War hier nicht ein rotes Rohr? Hier oben? Ja, stimmt. Ein rotes Rohr. Oder zumindest ein zweites rotes Rohr. Irgendwie dachte ich, hier wäre ein rotes Rohr. Aber lass mal gucken, vielleicht ist ja noch was anders. Ja. Irgendwie sieht komisch aus. So, hier ist aber die Frau mit dem Rucksack wieder. Aber es ist übrigens doch schwarz-weiß. Aber es ist die Frau mit dem Rucksack. Nee, es ist nicht schwarz-weiß, Bro. Der Rucksack ist doch blau. Ja, der ist blau, aber die Frau ist schwarz-weiß. Mann. Ja, das schon, ja. Okay, also hier... Manchmal können es auch gerade eben waren es noch Geräusche, wa? Also es können auch komische Geräusche sein. Warte, ich nehme ab, aber ich würde jetzt sagen, das Rohr war rot. Das ist weiter, oder? Wenn bin mir sicher, sagst, das Rohr war rot hier oben. Ja, okay, bin ich gut, mir ziemlich sicher. Wenn du falsch liegst, dann kacke ich dir auf den Fuß. Ja, dann sehen wir es ja. Also ich bin mir sicher, das Rohr war rot. Und? Oh mein Gott. Bahnhof 6, siehst du? Okay. Still arriving. Sehr gut. Oxford Square. Nee, da war nichts Rotes. Nichts? Nee. Ey, ich hätte schwören können, das war rot. Ich glaube, irgendwas machen wir falsch. Ich bin mir nicht so sicher. Müssen wir jetzt wieder bei Bahnhof 1 anfangen, wenn es falsch wäre? Wir sind aber bei Bahnhof 6, das check ich nicht. Oder es war irgendwas anderes, was wir nicht gesehen haben. Ich weiß nicht, ob die Musik... Das war die richtige, ne? Warte, lass uns lieber zusammenbleiben. Oh! Okay, ja, gut. Ja, die Tür, das passt nicht. Alles klar. Das ist noch nie passiert. Die Tür ist noch nie aufgegangen. Zurück. Bevor da irgendwas Böses rauskommt. 7, dann haben wir es geschafft, du. Ja, nee, glaube ich aber nicht, oder? Doch, bestimmt. Nee, jetzt verstehe ich das Prinzip. Nein, es geht nicht darum. Eine Station Oxford stimmt. Square. Und wenn wir bei der Oxford in den Exit Square. Gehen, haben wir gewonnen. Gehen wir bei der in den Exit und wir sind falsch, sind wir gestorben. So rum ist es. Ah, da war die letzte Station bestimmt die richtige. Ja, das kann sein.
Da darf hier jetzt nichts passieren. Aber ich hätte dir schwören können, das wäre Rohr hier. Das Rohr hier wäre rot gewesen. Wie ist die Musik? Ist die okay. Komm, gehen wir hoch. Und dann auch noch im Korb, das finde ich schon gut. Das ja, aber es wäre, glaube ich, Spaß, wenn hier mehr Leute werden. Okay, also das Bild ist okay. Da ist okay. Telefon ist okay. Hier ist was falsch. Hier, guck mal. Was denn? Guck mal hier nach links hinten. Oh ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Können wir gleich wieder gehen. Mann, ich will endlich nach Hause, Mama. Ich hab keine Lust. Wir sind in der Bahnstation. Und ist auf der Treppe. Oh, oh Junge, shit, Junge. Ey. Die nächste Station ist bestimmt. Wahrscheinlich spielen wir das Spiel irgendwie so eine Stunde oder zwei. Und das passiert einfach nichts. Dann haben wir mal den Exit. Bahnhof 8. Nee, das wird Bahnhof 1. Das war nur, weil die alle anderen Exit-Spiele hatten bisher immer 7 Level. Aber das ist jetzt nicht so. Das ist. Okay. Ich mach die Musik. Es gibt einfach nur einen Exit, ja. Ich finde irgendwie das Bild von ihr hier unheimlich. Ich weiß auch nicht warum. Ja, das verfolgt dich irgendwie, obwohl es dich nicht verfolgt. Das ist irgendwie sehr seltsam. Wie sieht's da oben aus? Ich geh gucken. Ja! Weg! 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay, ich wusste nicht, dass du noch hinter mir bist. Was war das? Junge! Ja, weil dann jeder in seiner Dimension ist. Wir sehen uns da beide nicht mehr, sag ich mal. Jeder ist in seinem Ding dann. Jeder ist was? Wenn das Vieh kommt, ist jeder in seinem eigenen Space, nennt mal in seiner eigenen Dimension. Also wir sehen uns dann nicht mehr. Bis wir im Zug sind, ja. Okay. So ein Kackvieh. Dann lass uns erstmal zusammenbleiben. Wenn du weg bist, weiß ich dann sofort, dass was nicht stimmt. Okay, Musik ist richtig. Oh, du willst nur mit mir Händchen halten, ne? Ja, mit deinem ausgekugelten Kiefer. Ich will ein sexy Kind weitersehen. Warte, wir müssen auch in die Mülltonnen gucken. In die Mülltonnen? Mhm. So, Frau mit Rucksack, da sieht alles gut aus. Ich gehe ans Telefon. Achtung. Mhm. Ist okay. Telefon ist okay. Hier sieht es eigentlich auch gut aus, oder? Smile like a clown. Türen gehen nicht auf. Oh nee, der Typ hier, dem geht's gar nicht gut. Dem Typen geht's nicht gut. Dem fehlen die Augen, ne? Oh Gott. Ja, hier hat noch was geschrien. Schnell weg, schnell weg. Das ist falsch hier. Falsch. Da hat jemand aus dem Stell dir mal vor, du gehst aus dem Zug raus und dann sowas, ey. Haben wir die Station vielleicht schon verpasst? Nee, die kommt bestimmt wieder, selbst wenn wir sie verpasst haben. Aber wenn nicht, bist du schuld. Du. Du, dein ausgekugelter Kiefer, ihr seid schuld. Nur eine Station ist die Fluchtmöglichkeit. Bahnhof 10. Ja. Aber geht das halt immer so weiter? Oxford Square. Ja, das geht halt so lange, bis wir halt mal in den Exit gehen, ja. Oh, da war was. Hier stand gerade eine Figur. Was? Als wir eingefahren sind, stand hier jemand, glaube ich. Aber vielleicht ist es auch Einbildung. Die Musik passt. Oh, du machst mich fertig. Du machst mich wirklich fertig. Wenn jetzt alles perfekt ist, traue ich mich trotzdem nicht einzusteigen, weil du wieder so ein Käse erzählst. Na, ich habe mich vertan mit dem Rohr. Das tut mir sehr leid. Nee, ich meine wegen der Figur. Ich heb mal ab. Okay, ne, ist alles gut. Rucksack ist da. Geh du hier mal ums Eck. Ich kriege Angst. Geh du mal ums Eck. Ich bin bisher jetzt, immer wenn ich ums Eck gegangen bin, ist irgendwie schief gegangen. Sieht soweit gut aus. Hier hinten? Ja, tatsächlich. Ja, aber ich will rausgehen. Na, hat das Bild gerade geflackert? Irgendwas war da, oder? Boah, dieses Bild ist auch irgendwie. Ich meine, das Kind hat geflackert. So fucking gruselig. Ja, das hat geflackert. Ich weiß aber nicht, ob's. Ja, das kann auch an dem Licht liegen. Ich bin mir nicht sicher. Was ist hier?
Es hat jetzt nicht mehr geflackert. Ja, ich glaube, das passt. Lass uns mal in den Exit gehen hier oben. Okay, lass uns einfach mal versuchen. Gib mir deine Hand, gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand. Okay, komm. Los geht's. Oh, scheiße. Es ist rot. Ich glaube, das war nicht richtig. Nee, glaube ich auch nicht. Okay, bist du auch zurückgelaufen? Was? Bist du auch wieder zurückgelaufen oder bist du gerade ausgelaufen? Nein, ich bin weitergelaufen. Okay, wir sind jetzt wieder, es geht jetzt wieder Bahnhof 1 los. Du musst jetzt hier Start sagen. Oh no. Aber was war falsch? Ja, vielleicht war vorher eine Stadt. Nur eine ist ja richtig. Das heißt, scheißegal, wir dachten, das wäre richtig. Was war denn die falsche? Oxford Square. Das ist schon übel. Ja, oder es war die Figur, die du dachtest gesehen zu haben. Ja, das Bild hat ja geflackert, aber ich hab's dann nicht nochmal gesehen. Nee, ich meine, wo wir eingefahren bin, hast du doch gesagt, hier stand jemand. Ja, aber das war vielleicht... Da habe ich mir das nur eingebildet. Ich weiß es nicht. Naja, Einbildung ist immerhin auch eine Bildung. Müssen wir schon mal was heben ab. Okay. Safe. Hier ist auch alles gut. Sieht gut aus, oder? Es ist keine Änderung im Text, ne? Also hier Texte müssen wir uns nicht merken. Ich hoffe nicht. Eigentlich. Also da stand keine Änderung im Text. Aber die Bilder können natürlich anders sein. Aber ich würde sagen, ist safe, oder? Gehen wir durch? Ja, komm, ja, gut. Probieren wir es mal. Okay. Du bist an der ersten Station ausgestiegen. Alles klar. Ich gehe jetzt wieder in irgendeine Tür rein. Hä? Ja, war falsch. Was war da denn falsch? Ey, keine Ahnung. Ja, aber was? Ich glaube, ja, du bist die Anomalie. Kann das sein? Was? Ich glaube, du bist die Anomalie. Ich glaube, du bist die Anomalie. Wir versuchen es einfach nochmal. So lange, bis wir einmal richtig stehen. Oxford Square. Sag mal, schau mal an. Hörst du mich eigentlich nicht? Was? Ich rede die ganze Zeit, du hörst mich nicht. Ich schreie hier schon. Mach mal deinen Ton lauter. Ja, du bist sehr leise. Ich habe meinen Ton schon sehr laut gemacht. Das Problem ist, du bist immer noch deutlich leiser als die Umgebungsgeräusche. Okay, warte. Bin ich jetzt laut genug für dich? Hä? Weiß ich nicht. Bin ich jetzt laut genug? Ich habe mich lauter gemacht. Ja, ach so, du kannst dich lauter machen. Ja, vielen Dank auch. Ja, unten rechts. Das ist jetzt mal Einstellungsmenü. Ja. Da kann ich hier wieder die Video bearbeiten. Ja, das machst du doch gerne. Hör der Musik zu. Ich gehe jetzt. Tschüss. Ich muss die Anomalien finden. Dieser Tunnel macht mir Angst. Bist du noch hier oben? Detox? Detox? Das ist mir nicht geheuer. Bist du tot, Detox? Wenn du tot bist, dann kann das ja nur die falsche Station sein. Ha! Du bist so ein Arsch, ey. Bist du erschrocken, oder nicht? Ja, hier ist nix. Also... Hier ist nix. Ich würde sagen, hier ist nix, aber... Keine Ahnung. Ja, aber das kann ja nicht sein, dann irgendwas übersehen wir das mal, oder? Ich weiß nicht. Parabone Dental. Ich würde sagen, ist gut, oder? Was? Nichts Komisches hier. Oder sollen wir weiterfahren? Aber vielleicht ist ja doch richtig. Nee, aber. Hä? Aber ist nichts passiert? Nirgendwo. Oder? Komm, lass noch mal unten gucken. Also ich weiß nicht, irgendwas, glaube ich, machen wir hier falsch. Lass noch mal in den Bildern gucken. Ah, es sieht alles okay aus. Nee, aber das ist es nicht.
Die Sitze hier sind auch, oder? Haben wir die mal gezählt? 1, 2, 3, 4, 5. Ey, ich habe keine Ahnung. Komm, lass einfach durchgehen. Ich glaube, das ist richtig. Also, mir fällt hier nichts auf. Das haben wir beim letzten Mal gesagt. Exit, ja. Irgendwann müssen wir auch mal richtig liegen, ne? Nein, da ist zu. Ja, aber doch nicht gleich bei der ersten Tür. Das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Na komm jetzt. Ist doch egal. Ja, geh mal durch. Mach mal. Und? Ja. War natürlich wieder falsch. Tja. Oh, hier ist eine Tür. Warte mal. Was zum Teufel? Ist ja ich wurde gejumpscared. Echt? Von was? Ich war in dem roten Bereich und ich konnte da weitergehen und dann wurde ich gejumpscared. Du kannst rennen, aber du kannst dich nicht verstecken, okay? Wahnsinn! Hast du vergessen. Aber ich verstehe nicht, was wir da jetzt übersehen haben. Das geht mir nicht in den Kopf. Also. Tja. Aber du bist auch reingerannt, oder? Also du bist auch. Ja, 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 ja. Ja, ja, doch. Vielleicht muss man sich einig sein. Oxford Square, 34 ST Station. Vielleicht ist das mit dem Text nur ein Scam. Hab ich auch schon gedacht. Posch. Steht hier immer Posch Nummer 7? Also Nummer 7 steht da auf jeden Fall. Ja, ja, Nummer 7 steht da, ja. Find die yourself. Die Oxford Art Gallery and Cafe. Ich hab auch schon gedacht, vielleicht können hier diese Bilder auch schon anders sein. Da wirst du ja paranoid bei. Ja, natürlich. Ich geh ans Telefon. Ja, hinter dir. Oh, oh. Oh, oh. Lauf, lauf, lauf. Okay. Immerhin. Nicht umdrehen. Das stand bei nicht mir umdrehen, aber nicht. Das ist gar nicht gut. Umdrehen heißt Jumpscare. Wir wollen keinen Jumpscare. Jetzt okay? Ja, hast dich nicht umgedreht, ne? Nee, kann ich mich jetzt umdrehen? Gut. Kann ich mich jetzt umdrehen? Nee. Oh Gott, hinter dir! Dreh dich um! Nein, du kannst dich umdrehen. Bill arriving in Oxford Square. Oxford okay. Square. No, 7 steht da schon. Also versuch mal, wenn wir gezählt, einfahren. Ne? Wenn wir einfahren, versuch auch mal aus dem Fenster zu gucken. Weil ich bin mir nicht sicher, ja, wegen dieser Figur, die da stand. Musik ist richtig. Posch Nummer 7. Find yourself. War das schon immer so, dass hier Heidelbeeren waren? Kirschen? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Warte, ich gebe an. Hast du gerade was gesagt? Ja, ich rede die ganze Zeit. Hast du mich nachgemacht? Oder habe ich irgendwie ein Echo gehört? Keine Ahnung. Hast du auch ja auf jeden Fall gesagt? Ja, das habe ich gesagt. Okay, dann warst du das. Es klang halt wie meine Stimme, ey. Ich bin schon so durch hier. Es kommt, weil du so dumpf klingst. Ist wieder alles gut. Schau mal, das stimmt. Was denn? Plakat steht. Guck mal hier. Der Typ im Plakat stimmt nicht. Da war kein, ja, da war das kein stimmt. Team. Was? Er hat mich gejumpscared. Er ist rausgekommen aus dem Bild. Er kriegt die ganze Zeit Jumpscares ab. Der das ist die Rache, weil du mich vorhin ausgelacht hast. Ja, ja. Ja, das tut mir sehr leid. Oh Gott. Ich werde auf jeden Fall heute Nacht, wenn ich schlafen gehe, und träume von deinem ausgekugelten Kiefer träumen. Ja, das ist Wahnsinn. Oxford Square. Was meinst du, was man mit so einem ausgekugelten Kiefer alles machen kann? Oh. Willst du es wissen? Warte. Da gehen wieder die Fantasien mit ihm durch hier. Junge. Ja, ja, ist recht. Hör lieber die Musik da. Das machen wir nach der Aufnahme, mein Freund. Musik ist gut. Okay, Porsche Nummer 7. Musik ist gut. Art Gallery. Wir müssen bei solchen Spielen auch hier die Fliesen an den Wänden zählen. Oder diese. Auf jeden Fall. Die Mauerstücke, ne? Ja, also mach das mal bitte. Ich gucke auch immer schön brav in die Mülltonnen rein. Wegen Pfandflaschen natürlich. Naja. Aber es ist ja was jetzt erwartest keine, du in den Mülltonnen? Keine Anomalie doppelt, oder? Ah! Weg! Weg! Oh mein Gott!
Weg, weg, weg. Oh mein Gott. Oh. Ja, du warst weg, ne? Ja, ja, du auch. Aber hast du mich noch schreien gehört? Nee, ich habe gar nichts gehört. Boah, das ist ultra fies. Ich habe den Jumpscare bekommen, weil da irgend so ein Penner im Eck stand, so eine Puppe. Aber da war ich schon weg in dem Moment, wo ich geschrien habe. Also hörst du mich gar nicht. Das ist übelst der Scam. Oxford Square. Oxford Square. Ne, da stand keiner, ne? Okay, ja, wir schaffen das. Wir schaffen das, Schauerland. Wir schaffen das. Ne, da stand niemand. Ganz safe. Okay, Musik ist safe. Richtig gepasst. Diese Heidelbeeren, alles noch da. Alles gut. Heidelbeerlin, ich mag Heidelbeerlin. Automaten ist alles easy. Ich heb mal ab. Okay, abheben passt. Jetzt geh du mal da ums Eck. Ich habe keine Lust mehr. Ich will da nicht immer lang gehen. Ich habe Angst. Da ist was komisch. Musik. Hörst du das auch? Ja. Ja, stimmt nicht. Die Musik ist anders, oder? Die Musik ist anders. Nicht, komm. Ja. Die Musik ist keine Musik, das ist so ein komisches Geräusch. Ja, das ist so ein komisches Geräusch. War auf jeden Fall vorher nicht da. Auf gar keinen Fall. Ah, guck mal, wir werden Profis gerade. Wir werden gerade übelst die Profis. Hoffe ich mal. Das sehen wir erst, wenn alles, okay ist. Keine Anomalie mehr da ist. Ja, das stimmt. Entspannend ist das. Vorher, sehr entspannend. Vorher geht hier gar nichts. Bahnhof 5. Bill Reitingen. Oxford Square. Warte, lauf mir nicht ins Bild. Square. Ich muss gucken, ob hier einer steht. Nee, hier steht aber keiner. Das heißt, ich soll nicht ins Bild laufen. Ich klatsche, gibt dir gleich einen. Ja, genau. Fußfotze so kriegst gleich. Der so richtige Knackwatschen, Alter. In deinem Fuß. Ja. Okay. Musik ist gut. Ich frage mich, hier unten hat sich noch nie irgendwie was verändert. I see you. Hä? Oh! Warte. Leise, komm her. Oh. Komm mal her. Da ist jemand auf dem Klo, ja? Geht's Ihnen gut? Tjulfa? Nee. Tjulfa! Okay, wir gehen. Wir gehen zurück. Wir lassen Jules ihn mal in Ruhe, Start, ne? Jetzt. Deswegen konnte er heute nicht mit uns aufnehmen. Wer Geschäft macht, jetzt der macht wir. Geschäft, ne? So ist das mal. Aber deswegen konnte Jules mit uns heute nicht aufnehmen. Auf jeden Fall. Ja. Der ist jetzt halt aber auf dem Klo. Steigen Sie wieder in den Zug. Es steht nicht im Text. Nur eine Station ist richtig. Erinnerst du dich an eine Station? Oxford Square. Oxford Square. Oxford Square. Oxford Square. Aber hier unten ist nicht wirklich was, oder? Es ist immer oben. Nö. Ja, ja. Ja, außer das Ding. Bis auf die Musik. Das war ja auch schon mal falsch. Aber hast du sonst schon mal irgendwas hier gesehen? Ja, ich höre was. Warte. Warte, komm mal mit. Ich habe hier gerade so ein Lachen gehört oder so. Junge, dein Kiefer, ich krieg echt eine Psychose, Mann, ich kann das nicht mehr. Mein das Kiefer sieht so dumm aus einfach, das ist unfassbar. Das sieht so kacke aus, dein Kiefer. Nicht nur mein Kiefer, du. Das Deep Road. Sag nicht so böse Wörter. Du willst das doch noch bei YouTube hochladen, oder? Nee, bei YouPorn. Bei OF. Bei PornTube. Ja, sieht gut aus, oder? Nee. Das glaube ich nicht. Das aber was soll die anders sein? Keine Ahnung. Die Bilder sind vertauscht, Bro. Welche? Oder? Senbo Garden war doch rechts. Ja, ne? Das stimmt. Ja. Das Grüne war rechts. Die Bilder sind vertauscht. Ja, du bist echt gut. Du bist gut. Das ist der Vorführeffekt. Normalerweise kacke ich bei sowas immer übelst ab. Was ist eigentlich, wenn man sich anders entscheidet? Dann macht der eine weiter und der andere fährt, oder was? Du brauchst also nur genug Menschen. Nee, ich denke mal. Und einer geht immer raus und die anderen fahren weiter. Oder umgekehrt. Nee, das wird nicht gehen, denke ich mal.
So, guck raus. Bell rang. Oxford Square. Oxford Square. Ich denke, das ist hier. Okay, ich habe keinen gesehen. Mach die Musik an. Dieses Kiefer, jo. Ja, ist die Musik, okay. Aber hier unten hat sich noch kein Bild verändert. Ah! Zurück! Das ist doch echt zum Kotzen. Wir laufen immer gleichzeitig rein. Ist geil. Aber der Licht-Aus-Jumpscare ist immer gleich, ne? Ja, ja. Ja, aber es sind ja verschiedene. Also da war jetzt eine Puppe, oder? Hast du die gesehen? Nee. Hab ich nicht gesehen. Ja, okay, die hab ich gesehen. Und dann wird das Licht, geht das Licht aus. Oxford Square. Bahnhof 8. Oxford Square. Also draußen stand niemand. So, alles chillig. Normalerweise. Ja. Aber auch mal hier gucken in den Gängen, nicht dass hier irgendwie was ist, ne? Das kommt, weil du immer vorrennst. Was denn? Das kommt, weil du immer vorrennst. Das sieht man halt. Was? Deswegen kriegst du immer die Jumpscares ab. Ja, ich bin halt derjenige, der das alles gleich in seinem geistigen Auge. Was? Gut. Also das Telefon oben? War auch okay? Ja, ja, ist okay. Okay. Oh, da war was. Nee. Ja, können wir gleich zurückgehen. Da war was. Hast du es gesehen? Ja, ich hab's gehört. Da war was. Ich hab's gehört. So, schau mal. Das hab ich gehört. So, da war eher so ein Flackern, ich bin mir sicher. Ziemlich sicher. Ich habe aber wirklich so Geräusch. War da, also insofern. Ich weiß es nicht. Meine Fantasie spielt mir vielleicht einen Streich. Okay, Bell raus. Oxford Square. Oxford Square. Nee, das war schon richtig, Bro. Meinst du? Schon richtig. Ich hab's ja gehört, ich hab's ja gehört. Okay, wenn ich du wirklich das Gefühl, was du gehört hörst, hast, dann glaube ich dir. Gut. Alright. Sind die Geräusche normal? Ja. Ja? Die sind normal, ja. Okay. Normal. Ich nehme ab. Ist okay. Wie sieht's hier aus? Da schaut's gut aus. Das Grün ist auch da. Sieht's auch gut aus. Ja. Warte mal, die Automaten stehen anders. Die sind vertauscht, ja, der Gelbe steht rechts. Oh. Ja, ja, ist falsch. Hast recht. Mann. Ist mir nicht aufgefallen. Mann. Ey, du bist hier the brain. Du bist hier the brain. Ja, heute ist ganz komisch, Mann. Heute ist richtig irgendwie, gut. Heute hab ich's irgendwie. Das ist mein Einfluss, du. Ja, aber echt, das ist dein Kiefer. Ja, ich komme auf andere Gedanken. Mein Kiefer, der öffnet deinen Geist. Mein Kiefer öffnet deinen Geist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Rausgucken. Rausgucken. Wir dürfen uns nie in Real Life treffen. Oxford Square. Sind tausende Kilometer dazwischen. Millionen. Das Bild können wir gleich drin bleiben. Ah ja. Ja, ja, okay, komm direkt wieder rein. Also das ist ja sowas von auffällig. Dieses jetzt Kiefer, ist ich kann nicht mehr, ich bin so eine Psychose von diesem scheiß Kiefer, Mann. Der Kiefer, Alter. Mann. Der bringt die Kiefer dran. Bahnhof 11. Ja. Bell arriving in Oxford Square. Oxford Square. Okay. Hier ist wieder alles normal. Schön. Musik ist okay, gut. Musik ist normal. Bilder gut. Musik gut, Bild gut. Musik. Alles andere ist Tunnel Arsch. Gut. Hier gut. Okay, Strand gut. Rucksack gut. Das gut. Toilette gut. Warte Telefon. Warte mal. Was denn? Bin mir fast sicher, dass die Logos hier, dass das M hier anders ist.
Ja, kann ich, keine Ahnung. Ich glaube doch. Und ich bin mir hier jetzt sicher, dass das Schild nicht weiß auf schwarz war, sondern schwarz auf weiß. Nee, war es nicht. Schau dann, halt dein Maul. Sicher? Zug oder... Aber also lass uns gleich mal gucken. Ja, M schauen. Und Schild. Also ich meine jetzt, das Schild wäre weiß gewesen. Also du würdest in den Zug steigen, ja? Das war doch nicht weiß. Meinst du nicht? Das war doch nicht weiß. Nee. Und was ist mit dem M? Meinst du, das war ein anderes Logo, aber kein M. Ja, das war kein M. Also, das war, weiß ich nicht, aber das kam so in die Birne reingeschossen. Nein! Es wäre die richtige gewesen, ne? Weißt du? Oh mein Gott, wir hätten raus können. Ich hab mich getäuscht, du hast mich getäuscht. Du hast dich getäuscht? Ja. Also starten wir doch wieder bei 1. Ja, wenn wir uns dann täuschen, dann ja, verdammt. Oder gibt's eine 11? Mann. Nee. 100% war das richtig. Das Was zum Teufel? Der ist einfach in ein Loch gefallen. Alter. Scheiße. Bahn auf 2. They're arriving in Oxford Square. Drin. Ich gehe einfach raus. Oxford Square. Ich gehe jetzt einfach raus. Dann sind wir beide tot. Oder ist der Richtige? Ich renne einfach raus. Ah ja, schade. Alter. Da ist er ja. Du bist einfach in ein Loch gefallen. Und dann bin ich in diesem roten Labyrinth gestrandet und dann hat mich irgend so eine Olle so gejumpscared, dass ich mir in die Hose geschissen habe. Das war richtig gut. Ey, pass auf. Du musst nicht immer das Spiel beenden bei sowas, ja? Also, ich laufe dann einfach in den Ausgang und dann machen wir weiter. Und entweder habe ich das Spiel dann gewonnen oder wir sind dann wieder vereint, okay? Ja, okay. Machen wir es so, wenn einer stirbt, rennt der andere in den Ausgang. Ja, wenn das klappt. Ja, wenn das klappt. Das sollte klappen, ja. Alter, okay. Das Spiel ist so krank. Ich habe mich so kaputt gelacht. Das ist einfach ein scheiß Loch. aber das Gute ist, diese Station merken. Ja, doch, schau, ist ein M. Ich weiß nicht, was ich mit diesem M hatte. Ist ein M. So, aber der Text ist auch schwarz. Guck mal. Aber was wäre denn falsch gewesen dann? Das wäre die richtige gewesen, ne? Gar nichts. Das war die richtige gewesen. Aber guck mal, der Automat steht doch links, der gelbe. Der gelbe Automat steht doch links und nicht rechts. Das wäre richtig gewesen. Hä, aber dann checke ich nicht, weil dann wären wir ja schon früher rausgeflogen. Ja, vielleicht war was anderes, was wir nicht gesehen haben. Ach so, wir müssen jetzt wieder zurück. Es geht los, komm. Wir müssen uns hier ja nichts merken. Wir kennen es ja schon. Kommst du? Ja, ich bin da. Ja, okay, wir probieren es jetzt nochmal und dann. Einmal probieren wir es auch. Wir müssen das doch hinkriegen, ey. Einmal versuchen wir es noch. Und dann ist Schluss für heute. Aber noch einmal sagen, ein Spiel schaffen wir beide, wenn oder? Wenn euch das Spiel gefällt, dann abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und den von Rotoxel. Ist doch der richtige, ne? Er heißt zwar Detox, aber ist eigentlich der Rotoxel. Der Rotoxel. Lasst einen Kommentar da und liked dieses Video. Das ist ganz wichtig. Das ist bayerisch, Rotoxel. Für Rotoxel. So, Rotoxel Wolperdinger, das googelst du mal, okay? Das Loch da wieder erscheint. Nee, ich geh bloß noch auf der gelben Linie, Mann. Ja, du darfst jetzt vorgehen, ich hab keine Lust mehr. Ich geh mal vor, okay. So, Rucksack ist da, check. Ah, nee. Stand hier Purchase Tickets hier? Ja. Okay. Dann ist ja alles gut. Telefon gut? Ah! Oh nein! Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Oh Gott, ich hasse es. Ich hasse es. So ein Scheiß, ey. So ein Scheiß. Ich zitter da immer voll, wenn einen das Vieh verfolgt, weil das so knapp hinter mir ist. Boah, Junge, ich krieg da immer. Ich bin einfach nur weggerannt. Mir stellen sich da immer die Sackhaare auf. Oh Gott. Du hast noch welche? Heilige Mutter. Ja. Ich bin raus. Oxford Square. Ist noch vom Winter, wenn es kalt ist, weißt du. Was?
Ja. Erstmal wieder Musik hören. Ja. Ey, die war nur einmal falsch, die Musik. Das gibt's doch nicht. So, hier schön Abstand, ja? Ja, ja, zum Loch. Kann aber auch überall sein. Ey, ich habe keine Ahnung, was hier noch passieren könnte. Ey, da runter fallen, das ist echt nicht gut, Mann. Sag ich dir, es ist wirklich nicht gut. Aber der Scheißer, der war auch gut. Was? Nee, noch nicht, warte. Heben ab. Okay. Alles gut. Stand da oben schon immer ein Schild an der Tür oben? Hm, das stand da schon immer. Zumindest stand da irgendwas. Aber Texte verändern sich ja auch nicht, oder? Das war grün, das passt. Ja, das sieht gut aus. Aber ich finde, es sieht gut aus hier. Oder? Meinst du? Ja, das sieht doch. Ich glaube schon. Flackert alles ein bisschen viel, aber. Irgendwas stimmt schon wieder nicht. Meinst du jetzt hier dran aus? Aber was? Nee, ich hab so einen, ich weiß nicht. Albane ist aber auch richtig, ne? Albane ist richtig, ja. Die 9 ist richtig. Ja, die Bilder sind auch alle richtig. Aber ich würde sagen, es ist die richtige. Bei dem Bild hier, unten dieser Schatten unten rechts, da bin ich mir nicht so sicher. Das da. Keine Ahnung, aber ich hab. Doch, der war immer da. Doch. Ist die richtige. Also wenn jetzt nichts mehr. Lass nochmal nach links gehen, wenn jetzt nicht nochmal was passiert. Wenn wir noch was sehen. Ich würde sagen, ist alles gut. Das ist die richtige. Komm. Lass uns ausprobieren. Also ich wüsste jetzt nicht, was hier jetzt noch falsch sein könnte. Wirklich so. Bitte? Hat er nicht nur gelacht? Der an die Plakat hier, hat der nicht nur gelacht? Grinst der wirklich so? Schon, ne? Ja, doch, das ist derselbe wie da. Ist derselbe wie der Denzel-Typ. Ist derselbe Typ. Selber Blick. Los, komm. Hm. Lass uns versuchen. Und? Ach, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Aber was war der denn jetzt anders? Ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß es nicht. I don't really know. Das gibt's doch gar nicht. Wir können doch nicht zu doof sein dafür. Mann. Ja, anscheinend schon, ne? Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr was gesehen habt, was wir nicht gesehen haben. Also wir sind echt zu doof dazu. Bitte mit Timestamp. Ich will jetzt... Da ist jetzt ein rotes Rohr, was nicht stimmt. Siehst du? Rot. Ja, rot stimmt nicht. Rot also stimmt rein. Nicht. Ja. Ich hab doch gesagt, das ist einfach rot gewesen. Das war das, was dich irritiert hat. Ich hab mir das doch nicht eingebildet. Ja, das hat mich irritiert. Ich hab mir das doch nicht eingebildet. Jetzt haben wir den Beweis. Sehr gut, er hat sich nicht eingebildet. Rot ist falsch. Ja, rot ist falsch, ja. Aber ich will jetzt hochgehen. Ich will jetzt das Plakat von dem Typen sehen. Bill Reiningen. Da hat das Plakat von dem Typen. Dass der grinst oder was? Ja. Doch, der grinst. Bin ich mir ziemlich sicher, ich mach Musik hier. Schon wieder rot. Oder das ist schon wieder rot. Oder sind das doch Änderungen in der Station? So ändert sich das doch immer pro Station und wir haben nicht aufgepasst? Ja, das kann sein. Schau, Land, wir sind verloren, wir beiden. Wir sind verloren. Geh du vor wegen dem Loch. Oder es ist einfach zufällig nochmal rot. Oh, genau. Da sind Augen im Exit. Da sind Augen im Exit. Ja, okay, das ist das so oder so falsch. Das ist auch falsch. Ne? Das kann aber Zufall ist das sein. Jetzt immer rot? Oder war gelb immer falsch? Oh mein Gott, ich krieg eine Psychose. Also ich war mir ziemlich sicher, dass rot richtig ist. Aber lass mal gucken, ob es auch mal wieder gelb wird in dieser Session. Also wenn es jetzt wieder rot ist, ist rot richtig. Und wenn es jetzt gelb ist? Dann habe ich ein intellektuelles Problem. Bill Reiningen. Oxford Square. Dann ist es, ich weiß, ich habe wirklich keine Ahnung mehr, Mann. Ich weiß nicht mehr, was wir hier tun. Hätten wir dann. Aber heißt das dann, die kann sich auch.
durch solche Kleinigkeiten unterscheiden? Nee, das heißt einfach, wenn das Spiel neu startet, sind die Sachen anders. Und da ja, muss man sich das neu einprägen. Sind sie dann noch anders? Ja, keine Ahnung, das ist die gute Frage. Vielleicht ist es auch nur das dicke Rohr, das anders ist. Vielleicht haben wir ja Glück. Meinst du, dass die einen so richtig mit dem dicken Rohr verarschen wollen? Ja, ich glaube, die verarschen dich richtig mit dem dicken Rohr. Was war das? Hallo? Ah! Okay. Was machst du immer? Junge, was machst du? Oh, er ist tot. Er hat's nicht geschafft. Er ist tot. Wie hat er das gemacht? Wieso stirbt er immer? Das heißt, ich muss jetzt rausgehen. Bahnhof 4. Bell arriving in Oxford Square. Oxford Square. Es kann doch nicht sein, dass dieses Scheißding immer rot ist. Ich gehe jetzt raus für Detox. Damit wir wieder vereint sind nach dem Tode. Ist mir jetzt egal, auch wenn da Augen sind. Ist mir egal. Ich gehe raus. Fuck you. Wäre das jetzt richtig? Nein, es ist falsch. Natürlich. Natürlich ist es falsch. Oh nein, hier kommt das Monster wieder. Achtung, Jumpscare. 3, 2, 1 und los. Doch nicht. Also, was ist hier passiert? Ich bin in die Tür reingegangen. Ich bin einfach reingegangen in die geöffnete Tür, weil ich wollte wissen, was passiert. Und ich bin aber dem Monster entkommen und war trotzdem tot. Einmal versuchen wir es jetzt noch und dann, ja. Ich will das schaffen, Schauerland. Können wir uns jetzt das nochmal... Ja, ich will es auch schaffen, aber können wir uns das jetzt nochmal angucken? Oder ist es jetzt immer derselbe Bahnhof? Bleibt das Rohr jetzt rot, weißt du? Oxford Square. Es ist rot, ey. Was haben wir da mit diesem gelben Rohr gemacht, Mann? Aber es war die ganze Zeit gelb. Ich bin so verwirrt. Ich bin maximal verwirrt. Ich glaube, es ist mal rot und mal gelb. Das ist einfach dann der Bahnhof, den du merken musst. Aber was ist dann noch anders? Dieses Spiel macht paranoid. Vielleicht ist auch die Musik dann anders beim Originalbahnhof. Vielleicht die Musik... Jetzt hör auf, Mann. Mach mich jetzt nicht fertig. Es kann alles anders sein. Jeder kleinste Stein kann anders sein. Ich gehe jetzt in die Ecke. Ja, mach. Die Ecke ist immer am schlimmsten. Ja, der hat schon wieder seine Augen verloren hier. Komm. Ja, dann gehen wir mal runter. Der hat keine Augen, ey. Dann ab in den Zug. Ab in den Urlaub, Schauerland. Ja, der grinst dann auch nicht, wenn er seine Augen verloren jetzt. Hat. Deswegen dachtest du, der grinst nicht. Zu den Malediven, okay. Hast du gehört? Ja, das kann sein. Ja, das kann sein. Ja. Wenn er die Augen schwarz hat, dann grinst er auch nicht mehr. Alter, was ein Spiel. Das macht mich fertig. Bell arriving in Oxford Square. Oxford Square. Okay, sind wir noch rot jetzt. Hast du den Sound gerade gemacht? Ich hab nichts gemacht. Dieses. Nee, das war ich nicht. Aha, ich glaub's irgendwie nicht. Nein, ich hab wirklich nichts gemacht. Ach doch, ich hab getrunken. Vielleicht hast du das gehört. Ja, okay. Geh doch nicht vor immer. Geh nicht vor, lass mich das machen. Ja, lass mach mich mal. Da hinten gucken. Hier ist gut. Der lacht. Hm. Der lacht. Aber dann würden wir jetzt wieder... So, da ist richtig. Bild ist richtig. Sieht okay aus auf für mich. Klo sitzt keiner. Kein Schulfer auf dem Klo. Ja, aber das kann doch nicht sein, oder? Wie riesige Bahnhof ist denn das? Wäre jetzt nur nicht wegen dem Rohr sicher. Leise, meine... leise, leise. Hier ist nix. Ich hab was. Was denn? Ich höre die ganze Zeit irgendwas. Das sind deine Turnschuhe, die quietschen. Naja, nee. Ich weiß nicht. Warte mal. War das.
War der im Hintergrund immer schon weiß? Ja, doch, war wahrscheinlich. Ja. Das Plakat war im Hintergrund immer schon. Ja, das ist alles richtig. Nein, ich sehe, hier ist nichts. Denkst du, das ist richtig? Hast du das jetzt gemacht? Was? Ja, das war ich. So gestöhnt. Ja, ich denke, das ist richtig. Ja. Ich wette, dass wir nochmal gucken. Aber ich wüsste auch nicht. Ja, ich weiß nichts. Komm. Komm zusammen. Wir sind uns beide sicher. Nee. Ach. Leider falsch. Leider falsch. Aber ich habe keine Ahnung, was hier richtig will. Keine Ahnung. Das ich habe keine Ahnung, was da hätte falsch sein können. Ja, ich auch nicht, ey. Leute, das müsst ihr mal in die Kommentare schreiben. Wir kommen hier nicht weiter. Das ist echt unfassbar. Also, was haben wir jetzt? Also gerade jetzt, Leute, was haben wir jetzt hier beim letzten Bahnhof übersehen? Das will ich jetzt wissen. Irgendeiner von euch ist mehr Profi als wir und weiß das. Schreibt das gerne mal in die Kommentare und lasst einen Daumen und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, wenn euch das, oder wenn ihr wissen wollt, wie das Spiel ausgeht, wahrscheinlich läuft man einfach nur in Exit rein und hat gewonnen, dann schreibt es in die Kommentare, dann machen wir noch einen Part. Auf aber ich kann mir Fall. Das mit dem Kiefer-Ausrenken nicht mehr geben. Ich kann mir das nicht mehr anschauen. Also ich finde es auf jeden Fall total lustig. Wirklich. Ich finde es lustig. Und es ist auch wirklich interessant. Also ich find's nice. Das stimmt, das Spiel. Das ist mit dir sowieso immer das nice. Das stimmt, ja. Dein Kiefer ist ja, das sexy. Es ist mir auch, es ist mir auch immer eine Ehre mit deinem Deep-Throat-Kiefer, dass ihr. Okay, Leute, also. Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.